Hallo Leute und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Wir haben jetzt hier mal FIFA 19. Werden jetzt auch mal hier losspielen. Ich habe jetzt schon sehr lange kein FIFA mehr gespielt. Mal gucken wir jetzt einfach mal. Wolfuß und Frank Buschmann begrüßen Sie ganz herzlich zum Finale der diesjährigen UEFA Champions League. Es wird ernst, Wolf. Zwei Mannschaften sind noch übrig, beide mit großen Ambitionen. Beide, das ist logisch, wollen den Sieg. Beide wollen heute glänzen. Es wird ein Riesenspiel. Heute heißt es Juventus Turin gegen Paris Saint-Germain. Guck mal einfach mal. Gibt eigentlich auch gar keinen FIFA im Prinzip, wo ich nicht ruhig bin. Hast du immer Rage-Modus? Ihn auf dem Platz sehen zu dürfen, ist immer wieder ein Erlebnis. Cristiano, Ronaldo, Dos Santos, Aveiro. Für mich ist der Portugiese neben Messi der beste Spieler der Welt. Das muss man einfach so festhalten. Und wie es sich für einen Superstar gehört, zelebriert er seine Auftritte ja auch sehr gerne. Ich finde, er kann sich erlauben. Und hier sehen wir die Startaufstellung von Juventus Turin für heute. Also die Richtung dürfte bei der Formation heute klar sein. Sei es irgendwie schon mal echt hübsch gemacht. Und zwar aus dem Mittelfeld. FIFA 18 hatte ich jetzt auch gespielt gehabt. Davor, das letzte, wo ich gespielt hatte, FIFA 12. Deswegen, also mal gucken, ja, ob ich es überhaupt noch ordentlich kann. Dass wir wieder in die Steuerung reinkommen. Wunderschönen Stadion. Was willst du eigentlich mehr, Buschi? Absolut gigantisch. Und da hat man natürlich auch als Kommentator viel Spaß. Jetzt sehen wir, wie Paris Saint-Germain heute aufläuft. Kurze Einschätzung zu Ihrer taktischen Ausrichtung heute, Buschi. Wir sehen hier ein 4-3-3 und klar, das wird viel über die Außen, viel über die Flügel gehen. Okay, das heißt, jetzt können wir losspielen. In diesem Finale der jetzt ernsthaft gezeigt, wie Sieg und die Spannung, sie ist greifbar. Ja. Dybala. Oh, einfach mal. Wow. Ob ich überhaupt noch kann. Spiel, da reicht Freistoß auf jeden Fall. Hier muss er nicht auch noch eine Karte zeigen. Okay. Im unteren im Prinzip. So. Boah, das ist aber. Den Ball kann er abfangen. Den können wir noch holen. Ich weiß jetzt gar nicht, ob überhaupt ein Schwierigkeitsgrad eingestellt ist bei dem Spiel. Und da ist der Ball wieder bei PSG. Ball bei Cavani. Rabiot. Jetzt die Flanke. Nein. Na, das wollte ich doch gar nicht. Cuadrado jetzt. Und abgefangen vom Verteidiger, diese Hereingabe. Oh. Ball raus, geklärt von Thiago Silva. Kusawa. Ball bei Neymar. Muss ich meine Hand ausstehen, das nervt mich, dass mir die ganze Zeit angezeigt wird, wie ich... Ja. Und jetzt die Chance. Cristiano Ronaldo! Nein! Buffon, boah, war das ein Kackschuss. Jetzt können sie klären, hätte sonst gefährlich werden können. Das könnte eine Gelegenheit werden. Oh, oh, oh. Das macht er gut.
Controller schon vibriert. Nun Pjanic. Dybala. Passt er denn jetzt zu dem ein? Marquinhos jetzt. Welche sind wir denn überhaupt? Anfangsminute, okay. Also von ganz von vorne spielen wir im Prinzip. Und ganz von Anfang so rum. Ah. Jetzt vielleicht. Da muss mehr kommen. Nein. Freunde, so wird das sicher nichts mit dem Tor. Cristiano Ronaldo. Ja, wieso? Oh. Den Ball holt er sich. Und jetzt Juve. Ja, warum? Knapp abseits, aber das ist für abseits. Ja, ernsthaft. Kurosawa. Ich merke schon, ich bin echt aus der Form. Können Sie jetzt einen Angriff aufziehen? Boah, was mache ich da? Ich will auch gar nicht die Gesichtszüge sehen, was ich da jetzt anstalte. Juan Cuadrado jetzt. Dybala. Er setzt sich durch und jetzt könnte es was werden. Alter, willst du mich verarschen? Kurosawa. Ball bei Neymar. Rabiot. Ball bei Cavani. Berratti am Ball. Gibt's jetzt die Gelegenheit? Wichtig, dass er hier an den Ball kommt. Freistoß für Paris. Wegen was jetzt schon wieder? Jetzt schießt er. Boah, schöne Aktion, auch wenn der Ball vorbeigeht. Klasse direkt genommen und auch das Zuspiel war richtig gut. Kann nicht wahr sein, hm? Jetzt haben sie den Ball. Können sie jetzt einen Angriff einleiten? Im Moment kommen sie nicht richtig durch. Die Abwehr steht gut. Sauber vom Ball getrennt hier. Jetzt Ronaldo am Ball. Juan Cuadrado jetzt. Wieso schießt er den da hoch? Warum schießt er den nicht zu einem anderen Mann? Oh, das hasse ich. Oh fuck, das geht. Berratti am Ball. Ball bei Cavani. Ball bei Neymar. Wozu muss man eigentlich dieses Einleitungsspiel nur haben? Ich glaube, das hatte ich beim letzten Spiel auch schon. Wir werden auf jeden Fall ein Let's Play über The Journey machen. Tief gelb, muss mich verarschen. Erster Vorteil, jetzt doch noch verspätet gelb. Ja, macht er gut. Genauso musst du in der Situation reagieren. Der geht nicht rein, jetzt vielleicht. Jetzt kann er den Ball reinbringen. Edison! Und jetzt die Chance. Nee, oder? Wirklich? Wir haben den ersten Treffer. Ein Kacktor kriege ich jetzt, ja. Tolles Tor. Den platziert er direkt neben den Pfosten. Und da hat der Torwart keine Chance. Verarsch mich doch nicht mehr. Jetzt also Vorteil PSG. Sie liegen hier vorne. Dybala. Und den Ball hat er sich geholt. Rabiot. Guter Einsatz, aber jetzt Einwurf. Das geht aber auch recht langsam runter, der ne? Der zweite Ball auf Cavani. Und hier ist der Torwart sicher, er hält den Ball. Und da ärgert sich der Spieler, das wäre ein weiterer Treffer gewesen. Gut aufgepasst vom Verteidiger. Ey. Gebt hier Eckball für Juventus Turin. Schauen wir noch mal drauf. Hier ist der Treffer. Oh, bitte, bitte. Da gibt's schon wieder Eckstoß. Wer hatte den hin?
Nein! Alter! Oh, geh doch rein, Mann! Wahrscheinlich nicht. Die Nachspielzeit wird angezeigt. 3 Minuten gibt's. Ballbesitz ist weg. Jetzt müssen wir dranbleiben. Jetzt Ronaldo am Ball. Das ja! Ball genau! Gis es, Alter, gib mir. Und Ronaldo. Willst du mich verarschen? Abgefangen, gut gemacht. Zur Pause steht es 1-0. Ein knapper Vorsprung, die zweite Hälfte alle Möglichkeiten offen lässt. Ich will gar nicht die Gesichtszüge sehen, was ich hier schiebe. Zurück. Der Grund dafür liegt vor allem in der... Mit der Führung im Rücken für PSG geht es jetzt weiter. Die zweite Hälfte läuft. Der Ball ist weg und jetzt könnte der Gegner angreifen. Uah. Arsch mich. Und erstmal geklärt. Nur ein Wort. Ein leichter. Macht er da automatisch? Ja. Ballverlust. Ball bei Neymar. Er war bei Neymar, was ist er? Nun Giorgio Chiellini. Ja, mit dem Pass, da habe ich einfach echt Probleme gerade. Oh Gott. Ja, da passt niemand. Von Cavani bislang gefällt. Ganz wichtig war natürlich sein Führungstreffer. Quadrado! Was? Wenn er den macht, steht sie unentschieden. Ärgerlich. Er vergibt die Chance. Nicht. Wo ist der hin? Ernsthaft? Ein Tor. Komm schon. Jetzt wohin? Oder zwei. Gar nichts dagegen. Der Ball ist weg. Gibt's jetzt einen Gegenangriff? Jetzt vielleicht. Ronaldo! Ja. Also drin. Der Ball ist im Tor. Sie sind zurück im Geschäft. Da ist er drin. Ausgleich! Oh, ganz, ganz knapp. 1-1, wieder unentschieden. Der Spielverlauf ist brauchen wir noch. Völlig offen. Dass sie nicht um mich sitzen, ich gebe mir doch jetzt keine Niederlage. Mein erstes FIFA-Let's Play hier im Prinzip. Oder das Let's Play, mein erstes FIFA-Video überhaupt. Und jetzt gehen sie über die Flügel. Du musst bieten. Ball bei Cavani. Ballgewinn hier von Juventus Turin. Ja. Ich meine, ich bin jetzt auf jeden Fall aus der Übung und merkt. Dann würden mir nämlich solche Fehler normalerweise nicht passieren. Und nun Ronaldo. Gut gespielt hier von Juve. Super, ganz knappe Nummer. Boah, ich weiß nicht, ob das Ding doch gleiche Höhe war. Also es ist auch immer schwieriger geworden, finde ich, von der Steuerung. Definitiv anspruchsvoller. Das macht er gut. Jetzt der Schuss. Der Ball ist really? Im Netz und damit liegen sie vorne. Really? Oh cool, dann kann man Star-Jubel direkt jetzt machen. Und hier sehen ja, das war jetzt echt gar nichts. Aber ich find's geil. Ja. Voll entspannt da rein. Und jetzt muss PSG hier passende Antworten finden. So. Lass ich mir doch nicht bieten, ja. Jetzt Cristiano Ronaldo. Und jetzt die Chance. Ronaldo!
Was ist das? Haben wir die Steuerung geändert? Was ist mit dem Hochschuss? Es sah so aus, als kämen sie durch, aber jetzt ist der Ball weg. Ganz souverän hier vom Torhüter. Wir müssen auch immer nicht mehr ins Tor kommen. Gut gemacht. Haben wir leichter gesagt, das getan. Aber mal schauen. Knapp abseits. Was für Abseits? Und die hier auf jeden Fall. Wenn sie nochmal ins Spiel kommen wollen, müssen sie jetzt reagieren. Und das macht der Trainer auch. Er nimmt den Wechsel vor. Es ist auch immer sehr, sehr schön gemacht, das eine technisch. Es ist nicht allzu unterschiedlich, also schon, man merkt es auf jeden Fall. Es hat einen Unterschied, es ist auf jeden Fall anders. Es ist aber nicht schlecht, auf jeden Fall. So. Jetzt Matuidi. Und jetzt. Und das sind halt so Sachen, die mir passen. Da habe ich so Probleme teilweise. Sie suchen das Loch in der Abwehr. Dybala. Jetzt. Juventus mit gutem Passspiel. Was? Klasse. Nein. Oh, komm. Verarsch mich nicht. Kurzawa. Weg damit. Nein. Boah. Weg mit dem Ball. Boah, das war knapp. Seine das war knapp. Kommen heute richtig gut an. Juve auf dem Weg nach vorn. Ah, er gibt abseits, da war der Spieler durch. Abseits. Ah, es war schon abseits, stimmt schon. Diesmal war es wirklich abseits. Versuche immer einigermaßen ruhig zu bleiben. Normalerweise bin ich nämlich in FIFA so dermaßen Rage Mode. Es gibt wirklich kein Spiel, wo ich irgendwie ausrasten würde. Außer es ist FIFA. Da kannst du nicht ruhig bleiben. FIFA ist einfach so ein Spiel, da musst du einfach. Da trennt er ihn fair vom Ball. Funktioniert gar nicht anders. Souverän, er hat den Ball. Ja, genau. Das könnte die Gelegenheit geben. Er schießt. Nein, warum? Weiter im Spiel. Da passt was ist das mit dem Schuss? Warum macht er nicht den Schuss, wo ich haben will? Das haben die geändert. Normalerweise, du musst das wahrscheinlich mit dem Stick auch noch umziehen. Das muss ich mal genauer angucken hier. Also normal verkacke ich solche Tore gar nicht. Never, ey. Den Ball hat er gut geholt. Ach, scheiße. Und da wird kein Tor draus. Der Torwart hat ihn. Normal verkacke ich solche Bälle definitiv nicht. Jetzt nimmt er es alleine mit allen auf. Er versucht. Was? Er hält sein Team hier am Leben. Macht er ihn. Nein. Was ist das? Das ist voll krass gemacht jetzt mit dem Schuss und so. Ball bei Neymar. Oh, es gibt einen Pfiff. Oh, es gibt keinen Pfiff. Und wir haben noch 5 Minuten auf der Uhr. Ah, den haben wir geklärt. Nun Giorgio Chiellini. Ronaldo am Ball. Alter, das war ein Foul. Hallo? Das war ein Foul. Ganz stark abgeblockt. Und das war scheiße. Aber das war ein Foul, Mann. Könnte die Entscheidung bringen. Das wird wieder nicht gepfiffen. Oh, wie ich es hasse. Foul da vor rein, So ein Schuss ist krass gemacht, Wahnsinn. Hoffentlich gibt es nicht allzu lange, sag ich mal, Verlängerung. Da kommt die Anzeige zur Nachspielzeit. Oh. 3 Minuten gibt's oben drauf. Gott, gib mir den Ball. Boah. Ich will auch immer nicht sehen, was für Gesichtsentgleisungen mir hier teilweise passieren.
Sie machen das gut heute, oder Buschi? Ja, ja, der Ball läuft richtig gut und die haben eine extrem hohe Passe. Nein! Was für ein Pech. Über. Die Mission Pokal ist erfolgreich beendet. Sie haben es tatsächlich geschafft. Aber wir haben gewonnen. Das erste Match passt, aber es war echt schlechte Leistung von mir. Sehe schon, also die Steuerung hat es in sich. Ist komplett anders, meiner Meinung nach. Mit diesen Anvisieren hast du nochmal im Prinzip vom Schuss her ganz, ganz anders. Aber immerhin, erste Let's Play, gleich ein Sieg. So muss es auf jeden Fall sein. Ich hoffe, die Menümusik ist jetzt aus. Die habe ich nämlich eigentlich ausgeschaltet. Das war jetzt auf jeden Fall im Prinzip das erste Spiel auf. In der PlayStation spielen wir das. Ich hoffe, euch hat es soweit gefallen. War jetzt vielleicht nicht perfekt, um Gottes Willen. Da gibt es um einiges bessere Leute von der Spielweise her. Ich muss mich da echt erstmal reinfuchsen, allein mit dem ganzen Gameplay und so, von der Steuerung her, weil es halt doch wirklich anders ist. Mir persönlich hat es sehr gut gefallen. Eigentlich hatte ich auch vorgehabt, nicht wieder FIFA zu holen, weil, wie gesagt, das einfach total das Rage-Game ist. Und habe es jetzt aber doch gemacht. Ich werde The Journey auf jeden Fall, werde ich ein Let's Play hochladen, werde mal The Journey durchspielen. Ich hoffe, euch hat es, wie gesagt, soweit gefallen. Lasst einen Daumen nach oben da, lasst einen Kommi da, lasst Kritik da, lasst ein Lob da, whatever. Und wir hören uns dann einfach mal beim nächsten Mal.